Willkommen zu Auf ein Wort vorm Regal. Heute eher zu einer Frage aus dem Agentur- bzw. Büroalltag. Fangen wir mal so an. Kann ich einem Architekten eigentlich in Sachen Gründlichkeit, Stil, Genauigkeit, Design vertrauen, wenn ich in sein Büro komme und sehe dort Wasserflecken an der Wand und ein absolutes Chaos auf dem Schreibtisch? Kann ich einem Zahnarzt vertrauen, wenn ich dort ins Behandlungszimmer gehe und da liegen die Instrumente durcheinander und ich habe nicht das Gefühl, das sei alles so hygienisch? Oder kann ich einer Agentur vertrauen in Sachen Projektmanagement, Markensensibilität, Markenpflege? Vertraue ich der meine Marke an und glaube ich, dass die gründlich und klar arbeitet, wenn es auf den Schreibtischen aussieht, wie bei Hempels unterm Sofa? Nein, natürlich nicht. Wir sind vor einigen Jahren hier in diese eigens für uns designten Räume eingezogen und damals waren wir 35 Leute und das war alles relativ einfach, das so clean zu halten. Wir sind deutlich mehr heute und irgendwie hat sich da über die Jahre so einiges angesammelt und vielleicht sind wir auch ein bisschen lax mit den Räumlichkeiten umgegangen. Wir führen deshalb jetzt eine Clean Desk Policy ein. Ich war eigentlich immer Gegner davon, fand das zu sehr Springer und Jacobi etc., obwohl ich meinen größten Respekt vor deren Leistungen habe. Habe deshalb 2 Jahre lang es eher auf die Art versucht, Mensch, kannst du mal ein bisschen aufräumen, kannst du das mal wegräumen, aber irgendwie hat es nicht gefruchtet. Wir führen es jetzt ein und kurioserweise sagen alle, mit denen ich gesprochen habe hier, die schon damit angefangen haben, Mann, ist irgendwie cool. Ein ganz anderes Gefühl, morgens reinzukommen und den freien, den sauberen Schreibtisch zu sehen. Hätten wir das mal schon eher gemacht.